Herzlich willkommen hier bei meinem Channel, bei meinem YouTube-Kanal. Meine Lieben, heute habe ich auch wieder mal ganz was Neues für Sie. Und zwar viele fragen immer wieder, was kann ich für mein Haus tun? Wie kann ich mein Haus schützen? Und da gibt es einen Vorgang, und zwar aus magischer Lehre aus Sibirien. Ich blende es gleich ein, da können Sie auch mitschreiben bzw. auch mitlesen. Das ist ein Ritual für das Haus. In Sibirien gibt es ein Ritual, das Schutz vom Haus verspricht. Wenn also in Ihrem Haus etwas nicht okay ist oder oft gestritten wird, immer wieder etwas Negatives vorfällt, egal was das wäre, machen Sie Folgendes. Nehmen Sie eine rote Schnur oder Wolle, die muss auch nicht zu lange sein, so ungefähr halbe Meter. Bauen Sie einen Knoten ein und legen Sie diese Schnur vor dem Hauseingang, einfach mal auf die Matte. Lassen Sie die Schnur eine Stunde liegen, legen Sie sie anschließend in ein Einwegglas und geben Weihwasser aus der Kirche hinein. Sagen Sie dabei, das Negative ist hier gefangen. Ja, schließen Sie das Glas zu und bringen es in einen Wald und lassen dort stehen. Dieses kleine Ritual hilft tatsächlich, Streitigkeiten aus dem Weg zu machen und bringt auch viel Frieden in Ihre Familie. Bis zum nächsten Mal, Ihr Vadim Chance, hier bei meinem YouTube-Kanal.